Redone ist am meisten Minimal Tech. Das Design ist Minimal Tech, es ist Reduced to the Max und als Firma haben wir so einen gewissen Drive. Redone ist eine Accessory-Firma für iPhones und unser erstes Produkt ist eine integrierte flache Lesebrille in iPhone Case. So sieht das aus. Flache, moderne Brille. Immer dabei. Also man wählt einerseits das Telefon, das man hat, das iPhone, und auch die Glasstärke, die man braucht. Es sind verschiedene Gründe. Einerseits finde ich das iPhone ein perfekt designtes Produkt. Es ist nicht nur ästhetisch gut, sondern auch technisch. Es ist smart, es ist extrem angenehm in der Benutzung. Und weil wir design-driven sind, haben wir gedacht, wir wollen das Produkt für das iPhone machen. Und wenn man sich ein iPhone leisten kann, dann kann man sich auch ein Redone leisten für 49 Dollar. Die Idee ist 2017 entstanden, als wir in Seattle waren. Wir haben ein Luxus-Label, Sosolito, und haben Kunden besucht. Und dann hat ein Amerikaner gesagt, ja, wenn er Brille machen, dann müssen wir es mit dem iPhone kombinieren. Und so ist es entstanden, dann haben wir nie Zeit gehabt. Und dann kam Corona gekommen, und plötzlich war ganz viel Zeit da gewesen, und so haben wir es entwickelt. Amerika hat ja den Begriff Convenience. Und das ist für mich gesehen, total amerikanisch. Man ist unterwegs und man will etwas sehr Funktionales, etwas Praktisches. Darum denke ich, dass Redone perfekt zu den Amis passt. Ich war ein totaler Träumertyp. Immer noch ein bisschen. Also, ich hatte tausende von Träumen. Ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht auf einen festlegen. Ich bin extrem freiheitsliebend. Das ist vielleicht ein grosser Traum. Und, das lebe ich auch. Und ich finde darum auch Lesen und Bildung extrem wichtig. Weil ich glaube, das verhilft einem zu mehr Freiheit und unter dem Strich dann zu mehr Happiness. Ja, also ich bin eher ein News-Junkie. Also ich wäre als Lieblingsautor wäre es vielleicht der Murakami. Aber ich liebe New York Times und Harvard Business Review. Aber ich lese auch in NZZ und anders. Ja, dann total schweizerisch. Die erste Frage von den meisten, ja, hast du eine Versicherung? Und was ist, wenn du krank wirst? Und sie ist dann streng und hart. Und, aber ich finde, man soll sich nicht hindern lassen. Also, das ist halt einfach sehr schweizerisch, oder? Das Versicherungsdenken. Aber das Leben ist zu kurz, um die Sachen nicht zu machen, die man machen will. Selbstständig sein ist super. Ich kann es allen empfehlen. Also klar, man arbeitet viel, aber wenn man den Job gefunden hat, den man liebt und ein super Team um sich herum hat, dann ist es das Beste, was einem passieren kann.